Freunde, ich stecke in der Klemme und es freut mich, denn ihr leistet mir Gesellschaft. Herzlich willkommen. Ja, es ist endlich soweit. Eines meiner Herzensangelegenheiten kann ich endlich in die Tat umsetzen, nämlich eine Videoreihe. Beginnen mit heute. Und diese Videoreihe, um die es geht, dazu komme ich gleich, aber diese Videoreihe hatte ich schon lange im Kopf, schon lange geplant, aber real life, ja, manchmal ja, kommt es in die Quere und ging es jetzt. Aber egal. Worum soll es gehen? Nun, immer dann, wenn man ein Hobby hat, wenn sich mehrere Menschen denselben Thema widmen, in ihrer Freizeit oder wie auch immer, bildet sich eine kleine Subkultur. Also man hat eigene Wörter, eine Fachwörter, Insider etc., wo Außenstehenden das nicht immer ganz ersichtlich ist, was man da jetzt gerade meint oder wo man als Außenstehender auch schwer hinzukommt. Es ist nicht so inklusiv, nennen wir es mal so. Und das ist jetzt nicht nur bei den Klemmbausteinen so, sondern das ist auch bei jedem anderen Hobby so. Ihr wisst, ich komme vom Brettspielbereich und dort ist es genauso. Also nur die wenigsten können etwas mit I Split You Choose oder Worker Placement oder Dice Manipulation anfangen. Bei uns ist es ja genauso, oder? Ich meine, nicht jeder weiß, was ein Brew ist. Und nicht jeder weiß, was es mit dem Pömpelmeister auf sich hat. Unter uns gesagt. Sind und wenn die dann lachen, wegen dem Pömpelmeister, lache ich mit. Ich weiß aber nicht warum. Es bleibt aber unter uns. Und somit ist es schwer für Außenstehende da irgendwie Zugriff zu bekommen. Und dasselbe ist auch die betrifft auch die Hersteller. Nicht jeder weiß, was Kader ist oder Kobi. Ja, wir auch. Und ist auch nicht schlimm. Ist nur die Frage, wie man als Community umgeht. Unsere Community ist Gott sei Dank eine sehr, sehr nette, eine sehr, sehr liebe, die alle willkommen heißt. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Denn ich finde, es gibt nichts Schöneres, neue Leute in das Hobby zu bringen. Ja, ich bin das, als Händler will ich natürlich mehr Leute im Hobby haben, aber es hat nichts damit zu tun. Ich bin ein offener Mensch. Ich freue mich, wenn ich anderen natürlich meine Leidenschaft zeigen kann. Hier geht es nicht um ein elitäres Hobby, sondern um ein sehr, sehr schönes Hobby, das jeder genießen sollte. Ihr wisst, auf meiner Homepage, ich meine, es ist schon Jahre her, am Anfang war es so, dass die ganzen Sets bei mir nur nach Hersteller gelistet waren. Und das ist natürlich schlecht. Habe ich dann geändert. Ist eh auch lange schon so, dass man das nach anderen Kriterien sortieren kann. Aber dennoch, ich möchte beginnen, Videos zu machen, bei denen ich verschiedene Hersteller vorstelle. Und beginnen möchte ich mit Cubebricks. Das ist ein italienischer Klemmbausteinhersteller, der im Prinzip retro-lose Retro-Steine herstellt, produziert in Slowenien, in Italien. Cubebricks. Warum gerade die? Warum fange ich mit denen an? Gegenfrage, warum nicht? Irgendwo muss ich anfangen, oder? Aber es gibt einen Grund. Und ich brauche da gar nicht so frech zu euch sein, denn der Grund ist sogar wirklich schön. Denn Cubebricks ist im Prinzip der älteste Klemmbausteinhersteller, den ich hier im Laden habe, oder generell in unserer Branche neben Lego, wird wahrscheinlich Cubebricks einer der ältesten sein. Und ich lade euch ein, nehmt euch die Tasse von den Customs oder vom Johnny oder vom Tim oder vom Sven oder von wem auch immer, Bierkrug, setzt euch hin, ich erzähle euch etwas, eine Geschichte. Bin zwar nicht der Onkel, aber ich erzähle trotzdem etwas. Gehen wir ganz zum Anfang zu den 50er, 60er, Daniel Bisello, das ist quasi der Vater oder der Urvater von Cubebricks, Daniel Bisello, hat als Kind schon mit Lego gespielt und er fand das super. Als Kind fand er das einfach insofern super, weil ja, es war einfach spaßig, man konnte sich da austoben, man konnte kreativ sein. Umso älter er wurde, umso mehr hat sich das gefestigt bei ihm. Er hat gemerkt, ja, das fördert Kreativität, ja, das fördert und fordert die Kinder als solches und Fingerfertigkeiten werden gefördert und so weiter. Er fand das toll. Als junger Mann, naja, überlegt man sich, was möchte man im Leben machen. Und er hat dann sich Lego angesehen. Er wusste, das Patent der Lego-Steine wird 79, 80 auslaufen. Und er wusste, dass da Potenzial ist. Denn damals war Lego schon eine Riesenfirma. Ich meine, in den Berichten, die ich gelesen habe, spricht man davon, dass das Lego damals, also Ende 70er, Anfang 80er, schon tausende Spritzguss
Formen hatte, wo eben die Steine gemacht werden. Ob das wirklich so viele waren, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, es wurden zig Tonnen Rohmaterial verarbeitet. Das heißt, wir haben ein Produkt, ein Spielzeug, das Kreativität fördert und insofern interessant ist, aber auch aus einem ökonomischen und industriellen Standpunkt war das Produkt ebenfalls sehr interessant und hatte Potenzial. Daniel Bisello hat eben dieses Potenzial erkannt und hat dann begonnen, da ein bisschen zu forschen, hat Spritzgussformen sich genauer angeschaut und versucht, die irgendwie zu replizieren. Und er hat erkannt, okay, eigentlich ist es ja nur eine einfache Sache, aber wenn man mit dieser Präzision, die es hier benötigt, ne, damit das gut klickt, damit man diese Präzision bekommt, muss man auch präzise diese Maschinen bearbeiten. Da geht es um Hundertstel von Millimetern. Und ja, somit immer dann, wenn etwas sehr präzise und genau sein muss, wird es auch teuer. Das ist klar. Somit hat er begonnen, eine Fabrikshalle zu mieten, hat ein paar Spritzguss-Vorlagen und nur ein paar Grundsteine. Also ich glaube, am Anfang hatte er 5 verschiedene, also die 2x4er, 1x4er, 2x2er, 1x2er und die 1x1er. In Grundfarben, schwarz, weiß, rot. Das hat gereicht für ihn am Anfang, da war nicht mehr da. Und er hat gewartet, alle haben gewartet. 79, 80, Patent läuft aus, jeder darf das machen. Yay! Nicht ganz. Lego ist jetzt nicht dafür bekannt gewesen und nach wie vor nicht dafür bekannt, dass sie sich hinsetzen und sagen, ja, macht's einfach, wir hatten unseren Spaß, macht's. Nö. Die hauen drauf, und zwar hauen sie wirklich dicke drauf mit der geballten Macht. Und obwohl sie kein Patent mehr hatten, hatten sie die Rechtsmittel. Und das Gesetz ist nun mal so, man kann vor Gericht gehen und man kann Schlupflöcher suchen und finden. Haben sie auch getan. Und sie haben dann nicht nur mit Bisello sich angelegt, sondern mit vielen. Und was ist passiert? Auch wenn der Richter weiß, hey Lego, du hast nicht recht, auch wenn Lego selber weiß, ja, wir wissen es, wir haben nicht recht, muss trotzdem das schön vor Gericht durchbearbeitet werden und das dauert. Und wenn einmal ein Richter etwas sagt, dann kann man ja noch in die nächste Instanz gehen und so weiter und so weiter. Und das kann Jahre, Jahrzehnte dauern. Wir werden dann feststellen, das wird 30 Jahre dauern. Lego hat einfach die Macht und das Geld, das durchzuziehen, und das hat sonst niemand. Entsprechend hat dann Bisello gleich am Anfang wieder zugesperrt. Muss man sich mal vorstellen. Hat alles eingesteckt, hat eine Fabrik, hatte schon alles fix und fertig. Patent ist ausgelaufen. Damals war das glasklar. Ich meine, wo gibt es denn sonst sowas? Ja, er hatte aber nicht die Kraft und nicht das Geld, sich mit Lego anzulegen. Infolgedessen hat er zugesperrt. Und das springen wir jetzt noch vor in die jüngere Vergangenheit, nämlich nach 2010, also 30 Jahre später, kam es dann endlich dazu, dass Gerichte in Europa und generell internationale Gerichte zu Lego gesagt haben, Lego, da setz dich hin und gib Ruhe. Es ist vorbei. Was willst du überhaupt noch? Und ich muss sagen, das ist der Zustand, der eigentlich schon viel früher hätte passieren sollen. Ich weiß, es gibt die Hardcore-Fanatiker etc., ist egal. Ich sage dann immer, hey, gibt es im Billa oder im Rewe nur Milka-Schokolade? Nein, gibt es nicht. Fährt jeder einen Skoda Fabia? Nein. Warum müssen wir das dann hier in unserem Hobby haben? Ja, und bis 2010 hat das gedauert, bis wirklich global, kann man sagen, aber vor allem zentral in Europa, es dann möglich war. Und naja, dann Daniel Bisello hat dann einfach gesagt, ja gut, dann starten wir. Na, ein bisschen verspätet, aber egal. Und er hat die Fabrik wieder gestartet. Und da ist er auf etwas draufgekommen, nämlich die Steine haben sich im Laufe der Jahre verändert. Erstens einmal, man sieht hier jetzt noch, das ist eben ein Kubrick-Stein. Mittlerweile haben die Mittelröhren, haben die auf der Seite so Querstreben, so Supporter. Das war damals nicht so. Und die Wände, ne, die waren damals 1,6 mm, heutzutage sind sie 1,2. Bisello hat sich aber gedacht, okay gut, ich habe aber die Maschinen schon und ich will die auch nutzen. Ne? Ich habe das Know-how von diesen Maschinen und die möchte ich nutzen.
wird sich der eine oder andere denken, was, das sind 30 Jahre alte Maschinen, die kann er doch nicht verwenden. Ja, warum nicht? Das ist ein Industrieprodukt, das darauf ausgelegt ist, lange verwendet zu werden, und es wurde noch nie verwendet. Naja, also ne? Die Struktur und die Infrastruktur vor allem war da und die hat er genutzt. Und er hat sich einfach gedacht, ja, wir wollen einfach Retro-Steine machen, so wie damals. Nur nicht mehr diese drei Farben und die vier Formen, sondern mittlerweile sind es 14 Formen und 48 Farben. Einige sind mit Lego kompatibel, andere nicht. Ne? Also von den Farben jetzt. Ja, und er hat angefangen, das zu produzieren. 2010 hieß Kubricks noch nicht Kubricks, sondern Quicks. Sind dann relativ schnell drauf gekommen, dass das irgendwie ein blöder Name ist. Ich meine, Quicks. Quicks ist das neue Quida oder was? Naja, sie haben das in Kubricks abgeändert. Schöner, prägnanter Name und haben dann ein schönes Branding gehabt. Sie sind nicht sehr, also sie sind nicht hochpreisig wie Lego, sie sind günstiger, aber auch kein Dumpingprodukt. Man zahlt schon etwas. Aber es ist made in Europa und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch irgendwas wert ist oder jemals wert war, aber neben Kobi ist Kubricks einer der wenigen, die eben ausschließlich in Europa produzieren, in Slowenien, in Italien. Ne? Genau. Schauen wir uns mal an, was es da gibt. Bevor wir das aber tun, eines noch, das habe ich vorhin vergessen, diese 1,6 mm, die jetzt dicker sind als heutzutage bei den anderen Herstellern, vor allem bei Lego, die führen dazu, dass hier eine sehr hohe Klemmkraft ist. Und die kann man mittlerweile auch wissenschaftlich prüfen. Ja, es gibt einen deutschen Wissenschaftler, Johann W. aus Paderborn, der hat eine Skala erfunden, die einfach beschreibt, wie die hoch die Klemmkraft zweier Plastikteile ist. Und er nannte sie die Sluban-Skala. Die geht von 1 bis 10 und dann wird sie umgewandelt in die Kobi-Skala. Also sehr hoch wissenschaftlich. Der Johann W. aus Paderborn kennt sich da gut aus. Ich auch, weil ich klug bin. Nun, was haben wir hier? Naja, ich würde mal sagen, wir haben hier 13 bis 14 Sluban. Denn das kriegt man eigentlich kaum auseinander. Vor allem jetzt in meine Arme, also vor allem die Hände. Bisschen feucht, geht nicht. Es gibt Kunden, die kommen zu mir und mit Freunden und die geben ihnen das in die Hand und dann lachen sie. Dann lachen sie lange. Ja. Mittlerweile gibt es ja Teile drinnen, da geht das recht gut. Damals hatten wir das nicht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, naja, wie haben wir das damals geschafft, wenn Lego auch so die dicken Wände hatte, wie haben wir das damals geschafft? Dann habt ihr das schon vergessen. Man könnte diese alten Lego-Steine von euch nehmen und zum Zahnarzt gehen und er würde eine perfekte Spange daraus formen können. Weil das sind nämlich eure Gebissabdrücke drauf. Ne? Und sagt mir, dass ich falsch liege. Ja. Wir haben sie alle so gemacht damals. Die Mama hat geschrien, wir sollen das nicht tun, wir haben es trotzdem getan, weil was soll man machen? Ne? So war das damals. Wir hatten ja keine Teile drinnen. Wir hatten ja gar nichts. Nun, es gibt verschiedenste Grundformen und Farben. Es gibt mittlerweile auch Platten von Kubricks. Die sind durchaus nicht schlecht. Es gibt nicht nur normale Steine, unter Anführungszeichen, es gibt auch Fliesen. Drei verschiedene Arten von Fliesen. Die gibt es auch. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, ja, ich möchte das jetzt nicht zusammensuchen, das ist mir irgendwie zu mühsam. Es gibt auch Steineboxen. Es gibt die immer in einer Farbe. Das Schöne hierbei ist, man weiß ganz genau, was man bekommt. Ja, man weiß ganz genau, was man bekommt, weil es nämlich hier steht. So, genau. Das ist toll. Wenn man sagt, naja, nur eine Farbe, ich hätte schon gern das so ein bisschen gemischt. Da gibt es... Da hat sich Kubricks das überlegt, es gibt da verschiedene Settings oder verschiedene Varianten. Wir haben einmal die Building Mix Variante, da haben wir sehr viel Braun, Sand, Transclear, Grau. Eben Building Mix, kann man ein Schloss bauen, eine Burg, ein Haus, im Mittelalter, was auch immer. Und gibt zum Beispiel auch noch Floral. Floral. Auch hier steht dabei, was drinnen ist und no, schön bunt. Es gibt noch ein paar andere. Wenn einem das zu wenig ist, es gibt auch die großen Boxen. Da haben wir zum Beispiel jetzt hier die große Steinebox. Ebenfalls wieder mit
Building Mix. Auch hier sieht man ganz genau, was drinnen ist. Man kauft nicht die Katze im Sack. Man kauft genau das, was drauf ist. Also was drinnen ist, was draufsteht. Spezialmix sind halt Spezialfarben. Naja. Gibt noch ein paar mehr. Es gibt auch so Grundboxen etc. Was neuerdings Cubrix auch noch hat, das sind Mosaike. Jetzt ist es so, mittlerweile sind Mosaike ja super cool, weil Lego sie rausbringt. Cubrix hatte die schon lange. Allerdings, fairerweise muss man dazu sagen, dass die Mosaike von Lego eigentlich Erwachsene anspricht. Die von Cubrix eindeutig Kinder. Und die Steine sind nicht rund, sondern viereckig. Schaut dann zum Beispiel so aus. Ne? Gibt es drei Grundplatten und eben die kleinen Einserplates. Und da kann man zum Beispiel da ein Schweinderl machen. Ja, ne? Ist eine andere Zielgruppe, aber lieb. Ist lieb. Ne? Genau. Und da hinten sieht man dann die verschiedensten Mosaike, die es so gibt. Ja. Ich glaube, das war es, ein grober Überblick. Wenn euch interessiert, was es für Farben gibt, kommt vorbei, schaut es euch an. Es gibt auch einen Katalog, den ich euch mitgeben kann. Oder geht auf die Homepage von Cubrix. Dort kann man sich auch alles anschauen. Ihr könnt euch auch das dort anschauen und dann bei mir bestellen, bei mir kaufen. Meine Preise sind die vom Cubrix ident oder sogar günstiger. Naja, weil einfach keine Liefergebühren dabei sind etc. Online könnt ihr bei mir die Boxen kaufen, die losen Steine nicht, noch nicht. Ich finde das irgendwie komisch, keine Ahnung, wenn jemand 5 1x2er in Frauström bestellt und ich schicke das irgendwo hin. Aber hey, wenn ihr das wollt, dann machen wir das. Dann machen wir das. Ja. Meine kleine Zuckerlwand ist durchaus nicht unbeliebt und ich habe wirklich Spaß daran. Das war eigentlich von Anfang an mein Konzept, meine Idee. Als ich die Klemme mir im Kopf zusammengesponnen habe, dann war für mich klar, ich brauche eine Zuckerlwand. Und dann habe ich mich sofort an Cubrix gewandt, weil ich einfach deren Philosophie toll finde. Wie gesagt, sie sind nicht ganz super dumping billig. Man kriegt hier nicht die billigsten Steine auf der Welt, aber man kriegt hochwertige Steine. Und man kriegt Steine mit einer Geschichte. Nicht jede Firma braucht eine Geschichte, eine Historie. Aber ich finde, es ist schön, wenn es manche haben und es lohnt sich dann auch darüber ein bisschen zu erzählen. Wenn es Fragen gibt über Cubrix, dann stellt sie unten in den Kommentaren. Erzählt mir, wie gefällt euch Cubrix? Habt ihr das schon mal probiert? Was ist eure Meinung zu der von Johann W. initiierten Sluban-Skala? Kommt die hin, wenn ich so sage 13, 14 Sluban? Also 3 Kobi oder so. Ja, würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Euer Omi Klemmer.